Hallo und herzlich willkommen zu, ja, einem kleinen kurzen Tutorial. Ihr kennt das noch nicht. Das ist eine neuere Serie, sag ich mal, eine kurze Serie. Und hier oben seht ihr es schon. Es geht um unsichtbare Blöcke. Das seht ihr hier. Dieser Block ist unsichtbar. Ich kann da reinspringen und die Schilder schweben. Ja, das ist heute, womit wir uns heute mal kurz beschäftigen. Deswegen ja auch hier oben Schnauzers Shorts. Und ich nehme mal ganz kurz hier meine Wall-Edit-Axt und den Mist. So, und zwar möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Und zwar erstmal, wie kriegt man Schilder schwebend? Schilder schwebend kriegen ist eigentlich ganz einfach. Ihr platziert die Schilder so, wie ihr wollt. Ihr könnt die auch hier an die Seiten platzieren. Ist komplett egal. Wählt dahinter diese Fläche aus. Also es müssen Blöcke dahinter vorhanden sein. Und dann macht ihr slash slash set 36. So, und schon seht ihr. Wir haben hier unsichtbare Blöcke, an denen unsere Schilder hängen. So, hier dahinter seht ihr auch, wenn ihr da mit der Maus drüber geht, hier ist ein Item. Das könnt ihr auch zerklopfen. Und die Schilder ploppen halt davor weg. So, was ist das jetzt erstmal für ein Item? Und zwar, das Item ist nichts anderes als ein Piston Moving Python. Das ist dieses kleine Ding, in dem Moment, wo die Piston nach vorne fährt, wo der Block davor unsichtbar erstmal gesetzt wird. Das ist dieser Block hier. Den kann man sich ja geben, aber so nicht platzieren. Das geht am besten mit Wall-Edit. Also einfach hinsetzen und merken, wo die sind. Da kann man zum Beispiel sowas Schwebendes machen und können jetzt. Das ist auch der Vorteil, die Dinger ploppen nicht weg. Nur nicht hier drauf rechtsklick machen. Ich zeige das mal ganz kurz hier. Ich mache jetzt mal rechtsklick. Dann ploppt es weg und der Block hier verschwindet. Also es gibt auch Möglichkeiten, dann zum Beispiel eine Wand zu gestalten, an der sowas nach vorne steht. So, nun zu einer anderen Sache, was man auch machen kann, und zwar, ich bin ein Durchgang. Man kann einfach diese Schilder so in die Luft setzen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt nochmal ganz schnell, weil das ist ein bisschen komplizierter. Zuerst mal braucht ihr hier oben eine Fläche. Macht ihr wieder Z36. Oder halt erstmal Z1. Ist vielleicht schlauer, wenn ich das so rum mache. Platziert ihr auf die Seite eure Schilder, also auf die Rückseite, setzt das ganze Ding 36, also diesen Piston Moving Pies, und dann könnt ihr hier natürlich keinen Rechtsklick drauf machen mit dem Schild, das funktioniert nicht. So, was machen wir deshalb? Moment, ich platze ihn mal hin. Wir nehmen hier unten einfach irgendeinen Block, setzen den so rum, ein Schild davor, kann man das draufschreiben, Test, keine Ahnung. Wählen das Schild aus. Tack. Und moven das jetzt um. Wie viel müssen wir? 1, 2, 3. Also, slash, slash, move 3. Der Piston Moving Pie. Oh Gott. Piston Moving Pie. Keine Ahnung, ist mir egal. Wird ersetzt durch das Schild. Und es ist jetzt hier auch fest. Ihr könnt jetzt hier drunter, könnt ihr Steine platzieren. Die Dinger ploppen nicht mehr weg bei einem Block-Update. Auch sehr interessant, einfach mal, ja, was man damit noch machen kann. Und dann könnt ihr hier so schöne Durchgänge machen mit Schildern oben dran, die euch zeigen, hier ist was. So, es gibt aber noch andere Möglichkeiten, unsichtbare Blöcke zu machen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass man diese Leitern, also nicht diese Leitern, sondern Leitern, kann man vor so eine Wand platzieren. Und zwar so, dass immer zwischen den Leitern ein Block frei ist. Das liegt am Block-Update. Wenn, ja, wenn hier ein Block daneben dann erscheint noch, also wenn jetzt nur ein Leiter wäre, würden die ganzen Leitern wegploppen. Deswegen kopieren wir das jetzt. Slash slash copy. Und können das jetzt hier einfach in die Landschaft setzen. Die Dinger halten übrigens nicht an diesen Piston Moving Pies, ganz wichtig. Da könnt ihr auch keine geschlossenen Flächen. Also könnt ihr so eine Fläche machen. So, jetzt fragt man sich ja, was bringt einem das, wenn man jetzt hier so hochgehen kann. Das zeige ich euch jetzt. Gehen wir mal auf die andere Seite. Flupp, sind sie weg. Man sieht zwar das Zeug, aber man kann nicht drüber springen. Weil, ja, von der Rückseite sind es wie undurchgängige Blöcke, ist ja auch von der Vorderseite so. Man kann ja hier einfach hochklettern und auch sich oben drauf stellen. Also, man kann somit also Wände gestalten, die jetzt nicht für Spieler sehbar sind. Und ja, die haben halt zum Beispiel den Vorteil, auf Servern, wo ihr normalerweise ein Plugin verwendet, was das für euch erledigt, dass die Spieler nicht irgendwo hin können, sei es ein Vault Guard oder something,
Something wollte ich schon sagen. Oder irgendwas ähnliches. Dann, ja. Könnt ihr euch das Plugin an manchen Stellen sparen und macht einfach so ein Ding klar, welche mit Hacks kommen drüber. Was bei Vault Guard nicht passiert. Aber wenn ihr zum Beispiel das Ding vor die Vault Guard Zone macht, dann muss es nicht erstmal die Spieler prüfen, wie in die Zone reingeht. Ne? München. So. Also, jetzt haben wir auch noch ein großes Hühnchen. Om nom nom. So. Ja, jetzt habe ich sie angesetzt. Soweit dazu. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, weil hier sieht man ja, ich platziere es nochmal hin, man sieht ja von der Vorderseite noch die Leitern. Das heißt, man kann nur von einer Seite nicht durchgucken. Und selbst wenn ich das jetzt so machen würde, dass ich, wenn ich jetzt hier platziere und hier davor platziere, ich kann da noch durchgucken. So, was machen wir deshalb? Wir nehmen eine Tür. Dazu nehme ich mir meinen Iron Door Brush Tool. es ist total egal, was für ein Werkzeug oder sowas ihr euch nehmt. Wichtig ist nur, ihr wählt von einer Eisentür den unteren oder den oberen, nicht beide aus. Ich nehme den unteren, ich finde das schöner. Ist egal. So, das kopiert ihr euch. Ich lasse euch Copy. Und macht dann euer Iron Door Brush Tool //Brush und danach Clipboard. Jetzt könnt ihr dieses untere Teil überall hin brushen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein Teil habe, einen Block, und brush das jetzt da drauf mit Rechtsklick, man erkennt es vielleicht nur schlecht, aber einfach mal vielleicht in Full HD gucken oder so, man sieht hier leicht diese Linien. Ich kann mal, wenn ich jetzt hier davor gehe, sieht man es besser. So. Man erkennt es einigermaßen im Himmel. Hier ist diese Tür, die kann ich nicht öffnen, weil es eine Eisentür ist. Das gleiche geht natürlich auch mit Holztüren. Die können natürlich auch eine Holztür. Ich kopiere das jetzt einfach mal und paste das jetzt hier hin. Dann habt ihr allerdings auch einen Durchgang, den man aufmachen kann. Das heißt, ihr könnt eine unsichtbare Tür machen, die man erstmal aufmachen muss. Wichtig dabei, jetzt kommt der Clou. Nicht die ganze Tür kopieren. Kopiert ihr die ganze Tür und platziert die irgendwo hin, dann sieht das wie folgt aus. Ihr habt eine Tür. Aber was bringt euch bitte eine Tür? Ihr wollt einen unsichtbaren Durchgang. So, hier habe ich schon mal eine Fläche gemacht mit dem Block 36, also mit diesem unsichtbaren Block. Warum habe ich das gemacht? Damit ich Blöcke in der Luft, selbst wenn sie unsichtbar sind, auswählen kann. So, wer sich jetzt fragt, was einem das bringt, ganz einfach. Ich kann jetzt mit meinem Brush-Tool Rechtsklick drauf machen und kann hier das einfach zum Beispiel durch eine Tür ersetzen. Wichtig auch hierbei, nicht zwei nebeneinander, sonst passiert genau das gleiche wie bei den Leitern. Ich kann das nochmal ganz kurz bei den Leitern zeigen. Was passiert, wenn man da jetzt die Leitern zum Beispiel so verbindet. So, kopieren. Platzieren, plopp, alle ploppen weg. Bis auf die eine hier oben, die hat's überlebt. Ja, also einfach aufpassen und hier seht ihr ja schon, hier ist es. Also hier nicht, hier wieder, hier nicht, hier wieder, hier nicht, hier wieder, hier nicht, da wieder. Und jetzt habe ich hier auch wieder was, wo ich nicht durch kann. Weil selbst diese unsichtbaren Blöcke hier dazwischen können meinen Türen in der Hinsicht nichts. Natürlich kann man es auch anders machen und kann einfach dieses untere Teil kopieren und dann immer so pasten, wie man es haben will. Aber ich finde, das ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit mit dem Block 36. Wichtig dabei nur, ihr müsst dem Spieler gar nicht erst die Möglichkeit geben, hier drauf zu schlagen, weil sobald er das kann, ploppt euch alles wieder weg. Also, ja, soweit erstmal von mir und diesem kleinen, ja, Tutorial über unsichtbare Blöcke und was man so damit alles wunderschönes, was weiß ich, anstellen kann. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, hier an diese Teile, wenn man genau trifft, verdammt, kann man hier dazwischen, das ist eine Möglichkeit, eigentlich so ein, ah, jetzt. Jetzt habe ich nur allerdings den Block 36 hier weggemacht. Ist aber egal, ihr wisst, was das ist. Und dann kann man hier dahinter zum Beispiel noch so einen Block setzen. Was auch immer einem das bringt. Kann dann hier
keine Ahnung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch etwas damit helfen. Und ihr habt tolle Ideen, was ihr damit bauen könnt. Würde mich mal interessieren eigentlich, was ihr noch für Ideen daraus interpretieren könnt. Ich habe jetzt nur ein paar aufgezählt. Und ja, wie gesagt, schön experimentieren. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. 10 Minuten ist jetzt doch etwas länger geworden, aber es sind ja auch viele Anwendungsmöglichkeiten. So, damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Schnauzer. So, ich muss noch mal ganz kurz einen kleinen Nachtrag bringen, jetzt ans Ende des Videos. Ja, eigentlich hatte ich ja schon Schluss gemacht, aber mir ist gerade noch was aufgefallen, weil das wollte ich auch noch mal testen. Und zwar, wenn ihr jetzt hier irgendwie zum Beispiel einen Block habt und der Block hat, oder mehrere Blöcke, haben die ID 36. Ihr könnt Blöcke davor setzen. Und zwar drückt ihr einfach die Sneak-Taste, also ihr sneakt. Danach könnt ihr einfach Rechtsklick davor machen und könnt alle Blöcke davor platzieren. Das ist komplett egal. Ich glaube, drauf platzieren geht allerdings nicht. Nein. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz erwähnt haben. Also somit könnt ihr alles in die Luft platzieren, wie ihr lustig seid. Keine Ahnung, warum ihr das machen solltet. Aber ja, es gibt immer irgendwelche Leute, die das wollen. Ja, okay, das war's dann auch von mir. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.